Ja, dem weißen Pfeil mit dem grünen Aufkleber, dem folge ich heute. Eiger Ultra Trail E101. Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzliche Grüße aus dem schönsten Dorf der Schweiz. So sagt man sich. Von Zeit zu Zeit erwähne ich ja schon mal etwas von dem Eiger Ultra Trail. Und heute begebe ich mich auf die 101 Kilometer Strecke. Ja, ich habe heute ein paar Stöcke mit. Hat den Grund, dass hier noch einige Wanderwege gesperrt sind wegen Schnee. Ja, und wenn ich dann da durchlaufe, von hier voraus, jetzt hinter mir, Pfingsteck, das ist der letzte Punkt auf der To-Do-Liste. Ob ich den Weg halbiere oder nicht, entscheidet sich in Burglauen. Da ist genau der Mittelpunkt, 50 Kilometer. Ja, heute mit extrem leichtem Gepäck, 2 Liter zu trinken. Trinken wird hier aber auf keinen Fall zum Problem werden. Es gibt genug Kuhtränken, wo man den Kopf reinhalten kann. Bäche, Flüsse, Wasserfälle. Und ich würde sagen, jetzt geht's auf die 101 Kilometer Route mit 6700 Höhenmeter. Das wird herrlich brennen in den Waden. Ah, freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, heute habe ich wieder meine Problemschuhe angezogen. Gestern den Probelauf in den Speedcross gemacht. Sind ja wie ein Sofa, aber kaum Kontrolle, wenig Grip. Jetzt geht's zur großen Scheidegg. 10 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Von da zum First. First bei 2200 noch irgendwas. So, hier noch der Blick zum männlichen. Kleine Scheidegg, Eiger. Der höchste Punkt heute, Faulhorn, 2980, keine Ahnung, knapp 3000. Ja, diese Passage wird definitiv zum Problem. Ja, da wird es wahrscheinlich so kommen, dass ich auf dem Faulhorn eine Kehrtwende mache und dann die scheinige Platte umlaufe, weil da hat es echt noch sehr viel Schnee und da geht es auch sehr steil abwärts. Schlechte Kombination. Hier eine kleine Waldpassage, von denen bleibe ich heute Gott sei Dank zu größten Teilen verschont. Ja, mit dem Nebel und den Wolken hat aber auch seinen Reiz. Ja, die Wege sind wenig anspruchsvoll. Bis auf die Schneefelder wird es zu keinen Komplikationen kommen. Also sind schon maximal ausgelatscht und angelegt und Wasserstellen hat fast jede Holzhütte, die hier ist. Herzlich willkommen am Hotel Wetterhorn. Ja, hier eine altertümliche Gondel. Voraus noch der männliche.
holt mich gleich der Nebel ein. Jetzt kann man hier schön sehen, wie der Nebel mich einholt. Ah, das ist so ruhig hier. Ja, wenn das keine glücklichen Kühe sind, dann weiß ich es auch nicht. Normal machen die nichts. Grüß wenigstens zurück, ein freundlicher Pilot. Herrlich. Geil. Geil. Das war die Swiss Air Force. Hammer geil. Oh, hab ich ein Glück. Herrlich. Ja, der hat bestimmt den besten Shop hier. Geil. Ach, hab ich ein Glück. Jetzt muss nur noch die SD-Karte kaputt gehen. Naja, zumindest ist es jetzt. Oh, mit der herrlichen Stille kurz vorbei. Und da fliegt er wieder. Und wie tief. Ja, meistens in so Momenten ist das dann der Punkt, wo man selber bald den Hubschrauber braucht, weil man unachtsam ist und dann irgendwo doof stolpert. So, große Scheideck, Berg Hotel Restaurant. Ja, hier ist auch schöne Rechenaufgabe auf dem Boden. Ja, und zwar Fahrradfahrer, der denkt, das wäre eine Autobahn und ein Omnibus, der entgegenkommt, bedeutet Krankenhaus. Ja, ist leicht auszurechnen. Ja, mit dem Bus, der ist natürlich viel schneller gewesen. Ja, nichtsdestotrotz, erstes Ziel ist erreicht, große Scheideck. So, jetzt zum First. Oh. Da fährt der Bus und ich höre hier am laufenden Band Düsenjäger, Hubschrauber. Hier scheinen die Maschinen noch zu fliegen. Ja, voraus, das Schwarzhorn liegt auch etwas unter 3000. Habe ich auch einmal probiert hochzukommen, weil ich ja so knickrig bin. Wollte ich den Omnibus sparen und die Gondel. Bin dann im Affenzahn von
vom Dorf den Berg hier die Strecke hochgewetzt bis 100 Meter vor dem Gipfel und dann ging nichts mehr, absolut nichts mehr. Ja, konnte ich wieder absteigen, ging hoch, ging wirklich gar nichts mehr. Hier noch ein kleiner Hinweis der örtlichen Tierbevölkerung. Wir essen lieber Gras statt Müll. So, hier wieder ein kleines Eisfeld, Schneefeld. Ja, oben zu sehen, der First. Ah, hier auch wieder eine Tränke. Hätte ich direkt mal nutzen. Ja, taufrisches Wasser. Erlebnisweg Murmeltier, Murmeltiertal und Klettersteig Schwarzhorn. Ja, das lasse ich aber liegen. Ich laufe weiter auf den weißen Pfeil. E101. Verein Running Grindelwald. Ja, gleich 10 Uhr. Jetzt werden die Gondeln eingehakt. So, bin jetzt am First, erste Runde. Ja, normalerweise würde ich jetzt direkt runterrennen, aber wie gesagt, ist noch keine Sau hier. Deswegen gehe ich jetzt über den Cliffwalk. Ja, aktuell fühle ich mich gut. Meine 20 Kilometer von gestern hier oben zum Vorwitzen merke ich aktuell nicht. Ja, hätte den Weg hier. Den komme ich gleich wieder hoch. Bachläger Wasserfall, Höhe 136 Meter. Ja, ich würde sagen, hier geht es definitiv abwärts. Ja, herzlich willkommen vom Skywalk. Mutterseelen alleine hier. Also das ist ein Luxus. Das gibt es normal überhaupt gar nicht. Da oben ist der Bachalpsee. Das wäre der nächste Ort, wenn ich nicht wieder zum First müsste. Ja, hallo. Ja, jetzt erstmal Abstieg, Station Bord. Laufe ich jetzt hin und
von da geht es dann wieder zurück auf den Berg oben zu der Hütte und von da wieder zum First. Ja, ab hier jetzt 20% Gefälle. Da oben wird gesungen. Wer konnte. So, Station Bord ist erreicht. Auf 1000, was lese ich da? 1564 Meter, ja. Und ganz da oben komme ich, da sieht man noch den Skywalk. Ich mache mal einen Pfeil dran. Ne? Ja, und da gehe ich jetzt auch wieder hin zurück. Eiger Trail, den folgen wir. First, 2 Stunden. Ja, jetzt regnet es sich auch langsam ein. Gleich mal die Regenjacke auspacken. So, jetzt bin ich oberhalb der Wasserfälle. Der Aufstieg vom Board hier rauf hat schon mal geklappt. Noch so ein altes Schätzchen hier. So, jetzt wieder mit dem Regenschirm unterwegs. Immer noch der Aufstieg zum First, nachdem ich mich da unten, wo der alte BMW stand, verlaufen habe. Nach einem Kilometer gedreht, nochmal Retour und jetzt bin ich unterhalb des Skywalks. Da hier nochmal der Skywalk. Ja, der First ist erreicht. Musste mich gerade mal umziehen. Hab mal prophylaktisch die Regenjacke und die Regenhose angezogen. Ich laufe jetzt rum wie der Klöckner von Notre Dame, damit der Rucksack nicht nass wird. So, nach einer Dreiviertelstunde in der Schutzhütte. Man glaubt es nicht. Es hatte gerade geschneit hier. Schnee, Regen, Schnee, Kombination mit Sturm. Hältst du nicht aus. Temperatursturz von rund 10 Grad. Jetzt noch aktuell 5 Grad. Boah, ich bin so froh, dass ich darauf vorbereitet bin. Ja, ich mache mich jetzt aber weiter. Es gibt halt nichts mehr. Jetzt noch zur Busalp. Da werde ich dann wahrscheinlich abbrechen. Ja, mal sehen. Ja, normal könnten wir jetzt auch schön hier reinhüpfen. Aber ich glaube, könnte eine Idee zu kalt werden. Kalt. Jetzt siehst du den Weg nicht. Katastrophe. Junge, Junge, Junge. Ich habe auch immer so tolle Ideen kommen. Ja, jetzt bin ich garantiert wirklich der Einzige hier. Puh. Oh, ein Wegweiser. Ah, jetzt kommt noch die Sonne. Es wird schon noch schneeblind hier. Ich sehe nichts. Boah, ist das hell. So. Ja, hier hinten der männliche, der da so steil geht. Ich glaube, warum der den Namen hat. Ah, oh, heute ist das herrlich hier und alleine. So, da hinten die Busalp. Das ist das nächste Ziel. Das ist das letzte Schneefeld.
Da kommt wieder der Nebel des Grauens. Ja, aktuell kämpfe ich mich gerade das Faulhorn hoch. Ja, ich würde sagen, den Aufstieg zum Faulhorn beende ich hier. Ja, da ich aber nicht sehen kann, wo ich hier bin, auch die Wegmarkierung schon etwas länger weg sind. Das ist jetzt nicht katastrophal hier. Ja, so, Aufstieg Faulhorn klappt nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dies gewiss ja auf den nächsten 50 Metern ist das Ende. Aber ich kann hier einfach nicht sehen. Ja, somit würde ich sagen, drehe ich wieder um, zurück zur Busalp. Ja, das hier hat leider keinen Nährwert. Kilometer 38,5, 2800 Höhenmeter. Ah, da ist er wieder, der Weg. Da brauchen wir direkt mal in die Richtung. Ja, bin ich jetzt wieder auf einen Weg gelangt. Der Weg führt mich jetzt auf direkten Weg nach Burg Laun. Da werde ich dann erstmal abbrechen, morgen wieder ansetzen. Ja, nach langer Zeit ist nochmal Grindelwald zu sehen. Da laufe ich jetzt aber nicht direkt hin, sondern wie gesagt erstmal nach Burg Laun. Wenigstens ist dann die vorgesehene Route einigermaßen voll. So, der Abstieg hat begonnen. Oh, meine Lieblingspassage. Rutschige Steine und nasses Gras. Ach, das gibt nasse Füße. Ja, heute keine Probleme mit den Schuhen. Hab die Socken getauscht, wird wohl an den Socken gelegen haben. Ja, hey, der Weg ist überhaupt nicht zu empfehlen, da muss mal einer mit dem Freischneider durch, alles zugewuchert. Katastrophe hier, da schießt er ab wieder wie so ein AB-Menschen. Oh, und durch das Gras sind die Schuhe batschnass. Wahnsinn. Dank des Regens, der gerade eingesetzt hatte, und leichtes Gewitter, hier ein formschöner Regenbogen. Und ich kann jetzt schon sagen, weder links noch rechts liegt ein Schatz. Ja, hier bin ich runtergekommen. Normalerweise wäre der Weg von links gekommen, aber das war ja nicht möglich. Ja, aktuell auf dem Weg nach Wengen von Burg Laun. Ja, theoretisch fehlen jetzt noch 3700 Höhenmeter. Die werde ich aber nicht mehr erreichen können.
geht es definitiv abwärts. Ja, der Aufstieg nach Wengen ist soweit geschafft. 5,5 Kilometer, 700 und ein paar zerquetschte Höhenmeter. Ja, bis auf den Männlichen jetzt noch 3 Stunden. Ja, Wengen kommt jetzt in Sicht. Ja, da kommt gerade die Seilbahn Wengen-Männliche. Man kann nur erahnen, wo das Seil hingeht. Ja, da wo die Bahn herkommt, da laufe ich jetzt hoch. Ja, herzlich willkommen aus Wengen. Hinter mir noch die Seilbahn Wengen-Männlichen. Ja, die nehme ich aber nicht, sondern hinter mir sieht man das Seil noch und da laufe ich jetzt hoch. Aktuell 10 Kilometer auf der Uhr mit 750 Höhenmeter. Das wird sich jetzt rapide ändern. So. Hier geht's hoch. Ja, da oben kann man gerade erkennen die Bergstation. Ja, Kilometer 12, also 2 Kilometer geschafft, plus 300 Höhenmeter. Ja, da geht's jetzt noch hoch. Ja, hier nochmal ein kurzer Blick auf Wengen mit der Talstation der Seilbahn. Hoch geht's noch. Ja, hinter mir jetzt die Schneefanggitter, Lawinenschutzgitter, wie auch immer. Oh, und der nächste Wegweiser, Männliche, 1 Stunde 10. Hier geht jetzt der Weg hoch, dann durch die Gitter durch. Und echt Wahnsinn, das ist steil. Hier bin ich gerade hochgekommen. Yeah.
So, Kilometer 4. Seit Wengen aktuell 750 Höhenmeter. Und da kommt sie. Pause genossen. Weiter geht's. Ja, entweder ist mein Pulsmesser an der Uhr defekt. Das geht ja hier wirklich nur bergauf. Da sagt ihr mir mal zwischen 60 und 80 Schlägen. Obwohl ich mich erstaunlich gut fühle. Den Tag gestern merke ich überhaupt gar nicht. So, da ist die Station, da geht es noch hoch. Puh. So, da oben weht die Flagge. Ja, fast 1000 Höhenmeter auf 4,8 Kilometer. So, ganz unten wieder Grindelwald im Loch. Ja, hier geht es noch hoch zum männlichen Gipfel. Den spare ich mir aber, sieht sowieso nichts. Ja, da bin ich gerade hoch. Das ist der Aufstieg. Ja, die Spielplätze alle sehr originell hier. Ui. Kleine Pause, Socken gewechselt, die Füße waren so nass von dem Gras. Jetzt dürfte erstmal kein Grasweg kommen. Dann haben die Schuhe vielleicht mal eine Chance zu trocknen. Jetzt geht es weiter zur kleinen Scheidegg. Ja, der Weg, Eiger Trail, der direkt am Fuß her geht, ist auch noch geschlossen. Ja, jetzt müssen die sich aber langsam mal beeilen, sonst kommt der Winter schon wieder. Ist ja wirklich nichts los. Ja, der Höhenweg zur kleinen Scheidegg schlängelt sich auf 2100 Meter. Der Felswand entlang. Ja, ein schönes Tau. Aber hier maßlos übertrieben. Ja, herzlich willkommen an der kleinen Scheidegg. 2061 Meter. Ja, ich laufe jetzt aber erstmal Richtung Wengernalb. Ja, wie ausgestorben hier. Ja, da unten der Weg bei der Brücke. Den komme ich gleich wieder hoch. Ja, und dann steht noch als letzte Station das Pfingsteck auf dem Programm. Und dann muss ich dummerweise zurück nach Burglauen, weil da steht mein Auto. Ja, die Durchfahrt 5 Meter. Gut, dass ich kein Ski fahre. Wir fahren hier runter. Mann, Mann, Mann. Ja, und da oben kommen die durch mit den Skiern. Verrückt.
Ja, eben noch von der Joggerin überholt worden hier. Berg rauf. Also die joggen hier hoch und runter, wie andere Leute am Rheinufer joggen. Oh, die Sonne kommt raus. Na, hoffentlich nicht zu lang. Ja, da kommt sie wieder. Kleine Scheideck. Da die Brücke von eben. Supporter Run. Ziel erreicht, da gehe ich noch mal durch. Sauber. Ja, hier noch eine schöne Idee zum Abkühlen. So, nächster Anstieg. Herzlich willkommen am Eigergletscher. Zumindest was davon übrig ist. Ja, wie es aussieht, wenn ich oben bin, kehre ich wieder um. Wieder zur kleinen Scheideck. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich sage, dass es reichen könnte. Der neue Eingang zum Eiger Express. Jetzt wieder auf dem Abstieg zum kleinen Scheideck. Der Weg oben, wie erwartet, voller Schnee und gesperrt. Ja, aktuell knapp 30 Kilometer. Ja, die 50 Kilometer will ich auf jeden Fall voll machen. Weil jede Tour 50 Kilometer. Ja, jetzt kann ich dir doch noch sagen, herzlich willkommen unter der Eiger Nordwand. Ja, hinter mir ist sie. Gerade haben sich die Wolken verzogen. Ja, meine Motivation ist tatsächlich mittlerweile etwas am Boden. So langsam merke ich dann doch meine Beine. Und jetzt geht es erstmal grundsätzlich 2 Stunden. Nur bergab. So, hier nochmal eine kleine Trinkpause. Ja, viel getrunken habe ich wenig, aber war ja relativ kalt. Kein Trinkwasser. Ja, das erste Mal, dass das dran steht, dann lassen wir es mal. Also keine Trinkpause. Faulhorn noch im Nebel. Ja, gestern hätten tatsächlich nur 80 Meter gefehlt bis auf den Weg. Also ich hatte mich ganz schön verhauen. Ich war garantiert 150 Meter weg von dem Originalwanderweg. Ja, noch ein Nachteil von den Schuhen hier. Sie sind ja wie ein Schwamm. Sind ja heute Morgen in der Wiese nass geworden, also batschnass, und er fängt jetzt erst gefühlt 8 Stunden später an zu trocknen, aber auch nur der rechte. Ja, wäre ich besser mit den anderen Schuhen gestartet, die waren zwar nass, aber die wären unter Garantie schon lange trocken gewesen. Ja, langsam merke ich auch den Oberschenkel, aber nur den vorderen Muskel. Wade, sonst alles kein Problem. Ja, das habe ich aber den Stöcken zu verdanken. Ich habe ja sehr viel geholfen. Dementsprechend wird morgen mein Oberkörper brennen. Ja, hinter mir der Eiger Express. Echt stylisch, die schwarzen Kabinen.
Naja, versaut aber ein bisschen das Panorama. Alle noch ziemlich ausgeglichen. Hier grüßt jeder. Der Hubschrauberpilot gestern hat gegrüßt. Der Müllwagenfahrer hat alle grüßen. Der Lokführer hat gegrüßt. Da oben ist das Faulhorn aufgetaucht. Ja, der Wanderweg geht unterhalb des Faulhorns. Ja, da hinten ein paar Feuerchen. Das sind keine Indianer. Hier wird das ganze Totholz kontrolliert abgebrannt. So, der Abstieg ist gleich geschafft. Aber ich habe mich dazu entschlossen, egal wie fertig ich bin, das Pfingsteck nehme ich noch mit. Dazu gibt es dann gleich nochmal einen schönen knackigen Aufstieg. Ja, mittlerweile bedeutend wärmer, wie man sieht. Hab die Mütze abgezogen. Ja, heißt, du hätte ich auch abgezogen, hab keinen Platz mehr im Rucksack. So, der letzte Aufstieg für heute. Hier die Bremsenviecher, die stechen hier. Ja, heute Mittag war ich genau da oben auf der anderen Seite. Alter, was knallt das? Schön, schön, schön. Ja, die 6000 kriege ich auf jeden Fall voll. Ja, hier an dem Weg kann man noch mal schön sehen, wie steil das hier geht. So, ich schwenke mal runter. Ja, da geht es abwärts. Von da unten komme ich. Herzlich willkommen am Pfingsteck. Ja, der letzte Punkt meiner Tour. Ab jetzt geht es nur noch abwärts und den Fluss hinunter bis nach Burglaun wieder. Könnten gerade so genau 50 Kilometer werden. Mit dem Dörfchen im Rücken verabschiede ich mich von dieser Tour. Zwei Tage, ca. 106 Kilometer, über 6000 Höhenmeter. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.